man nicht gerade im Fußball tätig ist, ist es schon unglaublich schwierig. Und viele Athleten leben da wirklich am Existenzminimum. Es gibt viele Athleten, die wirklich auch mit den mit Wettkampfeinnahmen rechnen und da einfach auch in eine Investition gehen. Also die müssen wirklich den ganzen Sport vorfinanzieren. Und eigentlich rechnen wir dann am Ende des Tages quasi mit einem Return irgendwo durch Wettkämpfe oder durch Preisgelder. Und das findet dieses Jahr faktisch nicht statt. Und da wird es schon unglaublich schwierig. Gerade in so einer Phase, wie wir sie jetzt aktuell haben, müssen wir die Athleten irgendwo unterstützen, wenn wir nicht wollen, dass da vielleicht die ganze Generation auch wegbricht. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr schade, wenn das stattfinden würde. Und ich hoffe, dass wir da für Lösungen finden, die jetzt wirklich finanziell in die Schieflage geraten, dass man die da auch ein bisschen unterstützt, weil ja, die würden uns einfach auch als Sportler komplett wegbrechen.